Ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem Tutorial. Heute erkläre ich einmal die Blutlinie, den Jäger, den Laden und die Bibliothek mit meinem Mate Muerte. Grüß dich. Hallöchen. So, also hiermit möchte ich jetzt erstmal erklären, was das alles auf sich hat in dem ganzen Menü, bevor man überhaupt in das Spiel reingeht. Und zwar haben wir einmal die Blutlinie hier oben. Und die Blutlinie zeigt halt euer Level an. Ich bin jetzt Level 74. Die verschiedenen Stufen und die Freischaltung, die man pro Level bekommt. Ja, also es fängt an bei der kleinsten Pistol, Messer und das geht dann hoch bis Pistol mit Schalldämpfer und sowas. Man kann es auch durchschauen. Ja, hier sieht man zum Beispiel, ich bin jetzt Level 74, bei Level 75 bekomme ich halt ein Perk freigeschaltet, der mir halt das Abfeuern von einer beliebigen Waffe mit Fernrohr, dass ich dann beim Abfeuern nicht aus dieser Optik rausgehe, aus dem Zielfernrohr, sondern dass ich halt drinnen bleibe. So, 76 kriege ich halt ein fettes Dynamit Bundle und es gibt noch ein paar Dollar nebenbei und viele andere Waffen und Sachen. Man kann es auch erlesen. Ja, also die sind mittlerweile so weit, dass es auch auf Deutsch ist. Ganz am Anfang war halt alles noch Englisch. Ja, für manche schwer, für manche nicht. Ich habe es auf Deutsch gestellt, brauche ich mich nicht so anstrengen. Dann haben wir noch einmal die Übersicht vom letzten Spiel, mit wem ich gespielt habe, wie viele Hunter wir gekillt haben und gesammeltes Kopfgeld insgesamt. Spielzeit auch, 22 Minuten. Es gibt Challenge, Daily Challenge, Weekly Challenge. Finde ich immer sehr interessant. Hier müssen wir 6 Madheads killen. Das sind die Großen, die ohne Kopf rumrennen. Gar nicht so einfach. Und dann bekommt man halt auch die Belohnung, ne? Ein Random Item. So, und die Weekly Challenge ist dann halt 250 Grunts mit einem Headshot zu killen. Ja, da kriegt man dann halt Crossbow oder eine Random Pistol, Dynamit oder Handgranate und Spritze. Zeit Countdown läuft hier unten ab, 16 Stunden 35. Und wir haben noch Bounty Hunt. Also hier haben wir eine Übersicht, ne? 156 Bosse getötet. Und wie viel Monster. Ist eigentlich ganz interessant, ja, wie viel Kopfgeld und so. Man kann dann halt mal ganz cool vergleichen mit anderen. Dann mein Kill- und Death-Verhältnis. Dann haben wir noch Quick Play, genau. Also Quick Play, da kommen wir auch noch gleich drauf zurück. Es gibt 2 verschiedene Spielmoden und das erklären wir gleich. Und halt Neuigkeiten, ne? Was so im letzten Update war, was im nächsten Update kommt. Ist auch immer sehr interessant. Finde ich mega geil. Also die arbeiten hier ständig an dem Spiel. Es hat sich sehr, sehr viel geändert von Anfang an. Es wird immer besser. Es ist ein neuer Boss reingekommen. Neue Zombies. Map. Wen? Neue Map zum Beispiel. Neue Map auch, ja, ja. Richtig geil. Und wir haben dann hier links noch einmal unser Abzeichen, was wir zusammen oder insgesamt an Geld haben, welchen Rang wir sind und Prestige. Prestige ist natürlich, wenn ich einmal Rang 100 erreicht habe, kann ich mich wieder auf Level 1 zurücksetzen lassen. Also das heißt, ich fange wirklich auf Level 1 Stufe an, habe aber Prestige 1. Viele kennen es aus Call of Duty oder was gibt es noch für Spiele? Battlefield, ne? Battlefield glaube ich auch, kann man auch Prestige machen. So, ansonsten ja. Warte, jetzt sofort los. Mal nur eine Zecke killen hier, Alter. Ob ich hier eine Zecke überwandst? Ja, abartig. So. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rüber zum Jäger. Und da macht dann der Muert weiter. Ja. Jäger mal so schnell angerissen. Also, links oben ist ja der Button, da klickt man einfach drauf aufs Rekrutieren. Schwupp. Und dann werden ja die Jäger, die einem so zur Verfügung stehen, angezeigt. Sind immer 4 Stück. Und da steht ja immer unter dem Namen zum Beispiel auch eine Stufe da. Das hat ein bisschen was zu bedeuten, welche Waffen die haben, welche Perks und was so für ein Equipment schon mit dabei ist.
Also auf Stufe 1 sind es meistens die einfachen Waffen, die billigen, die jetzt, ich sag mal, unvorteilhaft sind. Bei mir zum Beispiel ist einer abgebildet mit einer Schrotflinte, die ist da ganz oft vertreten. Oder so eine kleine Nahkampf, so eine kleine Handfeuerwaffe, die einfach nicht viel Schaden machen, wo man einfach nur irgendwas in der Hand hat, damit man sich wehren kann. Mehr ist es nicht. Werkzeuge sind da meistens auch nicht viel dabei. In meinem Fall wäre es jetzt hier ein Fernrohr und eine schwache Lebenskraftspritze. Ist jetzt kein Highlight, ist jetzt kein Burner. Drum ist der meistens auch for free. Das heißt, wenn man keine Kohle hat oder damit zurechtkommt und noch Waffen übrig hat im Equipment, nimmt man sich einen Freehunter. So, dann gibt es ja noch Stufe 2 und Stufe 3 Hunter. Die sind dann dementsprechend halt schon besser equipped. Haben meistens auch mehr Werkzeug mit drinne schon oder einfach mehr Perks. Zum Beispiel habe ich hier einen Level 2er, der hat bei mir jetzt schon zwei Perks drinne, ein Ghoul und ein Doktor und hat auch schon eine ordentliche Karabiner, die eine gute Reichweite hat und mittelmäßigen Schaden macht. Und dann habe ich ja auch noch einen Stufe 3er, der ist schon richtig fett ausgerüstet, so von Anfang, wenn man das vergleicht. Hat zum Beispiel schon drei Werkzeuge am Start. Ja, ein Messer, was eigentlich sehr empfehlenswert immer ist, fürs lautlose Töten und Munition sparen, ein Fernrohr und halt eine kleine Mine. Hat auch schon zwei Verbrauchsgüter mit dabei, eine Dynamitstange, die eigentlich recht teuer ist, und eine Splitterbombe. Und ebenso hat er schon drei Perks statt nur zwei oder gar keinen. Ja, kostet aber dementsprechend dann auch mehr. Also Stufe 2 und Stufe 3 sind dementsprechend teurer als die Stufe 1. Ja. Und sollten die einem nicht gefallen, hat man einmal die Möglichkeit, neue Rekruten anzufordern. Dann kriegt man ein komplett neues Rollout von vier Huntern und dann muss ich dann dementsprechend einen raussuchen. Ja. Und das kann man einmal machen fürs Standard. Also oben in der Mitte steht ja halt Standard Recruiting. Das ist halt für das normale Spiel oder fürs Duo-Spiel, wie man es meistens macht. Oder dann halt fürs Quick Play. Das gehen wir aber später nochmal drauf ein, wenn wir die Spielmodi besprechen. Ja. Martin. Genau. So, dann kommen wir einmal zum Laden oder zum Shop. Hier haben wir Überblick von allen Gegenständen, große, mittel, klein, Werkzeug, Verbrauchsgüter und was ich im Besitz habe. Wir fangen mal im Besitz an. Das Pluszeichen, was ihr hier hinter meinen Gegenständen seht, das ist alles durch einen Levelaufstieg, wird natürlich neue Sachen freigeschaltet. Ist auch immer mal mehr als eins. Ist am Anfang natürlich immer nur eine Sache, ist klar, aber später im höheren Level kommt natürlich dann auch mal zwei oder drei Gegenstände. Kann man durchscrollen, sieht man auch hier. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel hier die Dolch 96 bekommen. Oder was haben wir noch bekommen? Natürlich nichts, ne? Also nur eins jetzt, war klar. Und genau, alle Gegenstände zeigt erstmal alles an, weil wir können nämlich nur einen großen nehmen oder zwei mittlere oder einen großen und einen kleinen. Man kann auch zwei große nehmen, müssen dann aber von den Perks her so vergeben sein. Also sprich hier, wir waren ja gerade auf den Jäger und hier gibt es noch Perks zu kaufen, die einen ermöglichen dann halt zum Beispiel zwei große Gegenstände in der Hand zu tragen. So, dann haben wir noch Mittel. Ne? Mittel ist dann halt so, ja, größer als eine Handfeuerwaffe, kleiner als eine Zweihandwaffe. Und klein sind dann natürlich meistens immer die Pistole oder Dolch, Machete, solche Sachen. Werkzeuge, auch sehr interessant. Es gibt einmal eine Tretfalle, die, wenn der Gegner da reinläuft, macht dann halb Silvesterparty. Es fliegt halt so ein bisschen Feuerwerk durch die Gegend, also sprich, man weiß, okay, ich habe da eine Falle aufgestellt und jetzt kommt da gerade ein Gegner. Taschenlampe, Medikit, Zielfernrohr. Zielfernrohr ist auch immer ganz interessant, wenn man gerade in einer Situation ist, in einem Busch hockt oder sowas und man hört irgendwo welche schießen oder sowas, kann man mit dem Zielfernrohr echt gut ranzoomen und man sieht halt auch ein ganz schönes Stück weiter als normal. Köder, so Platzpatronen, Leuchtfackel. Leuchtpistole auch sehr interessant. Trifft man damit einen Gegner oder einen Zombie, fängt das Vieh an zu brennen oder der Gegner, der brennt dann auch. Ja, der ist natürlich erstmal beschäftigt, sich damit zu löschen und sich zu heilen. Und dann kann man den auch ganz schnell umlegen. Oder wenn man nachts spielt, es ist schweinehell.
das Ding. Ja, also keiner kann irgendwie durch dieses Leuchtfeuer durchgucken und es blendet halt und erschwert einen die Sicht. So, was haben wir noch? Schlagring, eine Vierer Derringer, die macht 4 Schuss mit einmal auf nah, richtig nahe Distanz, wirklich hat eine Kraft von einer Pumpgun. So, klickt man die ganzen Sachen an, ja. Vielleicht noch hinzuzufügen bei den Werkzeugen, ist ja sowas wie ein Medikit dabei, was ja eine Verbrauchsanzahl hat. Das hat man ja nicht unendlich dabei, sondern bei Medikit zum Beispiel wären es ja 3-mal. Genau. Das Coole daran ist, man muss sich das nicht jedes Mal neu kaufen, die Werkzeuge. Sprich, nach Beenden der Runde und Starten der neuen Runde hat man die wieder in vollem Maße zur Verfügung, auch wenn man die letzte Runde komplett aufgebraucht hat. Das ist der Unterschied, sag ich mal, zu den Verbrauchsgütern. Die muss ich jedes Mal nämlich neu kaufen. Jo. Genau. Zählt aber auch für Platzpatronen. Oder für die Köder. Wurfmesser. Ja, alles. Wurfmesser, genau. Ne? Also 5 Wurfmesser hat man. Ne, 3 Wurfmesser hat man. Und, nee, 6 sogar. Wurfmesser? 3. Ja, also ja. Bei mir jetzt, es gibt wahrscheinlich 2 Größen. Nee, da werden nur 3 angezeigt, aber da sind 6 dabei. Ach so, ja, das ist natürlich auch cool. Keine Ahnung, ich habe es wirklich noch nie so richtig benutzt. Füllen sich automatisch halt wieder nicht, auf. Ja, man muss halt nicht geizen. Das will man damit sagen. Das kann man ruhig benutzen jede Runde, wenn man es zur Verfügung hat. Das ist doch schon genau. Sehr praktisch. Genau. So, gehen wir auf Verbrauchsgüter. Ne? Also eine Munitionskiste, die Spritzen. Es gibt Blendgranaten, Rauchgranaten, Molotow-Cocktails. Es gibt 2 unterschiedliche, eine flüssige Feuerbombe und eine normale Feuerbombe, also Molotow-Cocktail. Der flüssige Molotow-Cocktail, der brennt auf Wasser. Das heißt, es gibt auch mal Situationen, wo man einen Gegner im Wasser erschießt. Wenn man da einen normalen Molotow-Cocktail draufschmeißt, brennt er nicht, logischerweise. Dafür gibt es diesen flüssigen Molotow-Cocktail und dann brennt auch die Wasseroberfläche und somit auch der Gegner. Ziemlich geil. So, verschiedene Dynamitstärken. Fängt an bei einer und hört auf bei einer 6er Dynamitbündel. Eine Haftbombe, klar, sagt schon der Name, schmeißt mal an die Wand, bleibt da kleben, explodiert dann. Haftbombe haben wir, wer mein letztes Tutorial gesehen hat, sieht man, ich werfe ein Glas und dann kommen halt so eine Giftfliegen oder Moskitos raus, die den Gegner sehr lange Zeit hinterher fliegen und ihn vergiften, machen mega guten Schaden. Man muss nur aufpassen, wenn da kein Gegner ist, fliegen die Fliegen auf einen selber. So, was haben wir noch? Gewachste Dynamitstangen fürs Wasser. Genau. Auch sollte man vielleicht auch wissen. Ja. Weil die normale funktioniert dort nicht. Genau, also wenn ich eine normale Dynamitstange ins Wasser werfe, ist genau dasselbe wie mit den normalen Molotow-Cocktail. Ja. Spritzen gibt es verschiedene, also sprich einmal eine 2er, die macht dann so gut wie der ganze Lebensbalken wieder voll. Eine kleine, die macht dann 2 kleine oder einen großen oder anderthalb große voll. Wir haben es im letzten Video gesehen, wenn ich einen halben Lebensbalken verloren habe, der füllt sich dann automatisch langsam wieder von alleine auf. Es gibt Stacheldrahtbombe, die wirft man und dann springt wirklich übelst das Stacheldraht auseinander und versperrt somit Eingänge oder irgendwelche Fluchtwege, Fenster, weiß der Geier. Ja. Und eine Ausdauerspritze natürlich auch. Ausdauerspritze, ich habe halt länger Ausdauer, ich kann länger sprinten. Ist, wenn man auf der Flucht ist, man hat jetzt zum Beispiel einen Boss gebanished und die Seele von dem Boss, ja, muss man ja zum Ausgang bringen. Dann braucht man halt viel Ausdauer, weil manche Gegner einen hinterherrennen und somit hat man halt einen Vorteil. Ja, und im Besitz natürlich das, was ich gerade im Besitz habe. Kann ich auch wieder verkaufen. Aber die Ziehharmonika-Bombe, vielleicht nochmal so als Nachtrag, ist äußerst praktisch. Weil die deckt halt ein komplettes Gebiet völlig ein mit Stacheldraht. Und das kaputt zu machen, das kann man halt nicht kaputt schießen, das muss man kaputt schlagen. Dann gehen da nur einzelne, ich sag mal, Teilchen kaputt. Also das dauert ewig, ehe man das kaputt geschlagen hat, sodass der Eingang eigentlich wirklich erstmal dicht ist. Wenn man durchläuft, man fängt an zu bluten, man verliert einen Haufen Leben und eigentlich überlebt es auch keiner, da durchzulaufen. Das schafft keiner. Richtig. Und selbst Bosse, also wie zum Beispiel der Butcher, kriegt dadurch übelsten Schaden. Also die Dinger sind schon echt hilfreich, wenn man so günstig und intelligent platziert. Jo, also im Prinzip sind auch alle Waffen, wenn man die anklickt, man kann sie auch vergleichen. Ich zeig's mal ganz kurz nochmal anhand meines Jägers. Ich habe jetzt hier maximal Level 50 Jäger. Will ich jetzt die Waffe ersetzen, kann ich hier gucken.
ich habe jetzt zum Beispiel die Winfield drinne und wenn ich jetzt hier oben auf eine andere Waffe drauf gehe, dann zeigt er mir ja unten halt an, was hat sich geändert. Ne? Macht die mehr Schaden? Ist sie präziser? Lässt sie weniger nach? Hier ist zum Beispiel die Reichweite und der Schaden ein bisschen weniger, weil sie halt einen Schalldämpfer hat. Ja. Pumpgun ist natürlich OP, was Schaden betrifft. Reichweite natürlich nicht so und Nachladetempo auch nicht. Ja. Die Schussanzahl natürlich auch nicht. Es gibt wahnsinnig viele Waffen. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht gezählt, wie viele es sind. Es werden mindestens 30, 40 Stück sein. Von Armbrust bis Säbel und Pumpgun doppelläufig, abgesägt, Mosin mit Schalldämpfer, ohne Schalldämpfer. Es gibt einen Speer, die Harpune hier mit Sprenggeschoss. Ist ein ganz witziges Ding. Ein Schlag ist alles tot. Also sprich ein Zombie oder der Gegner, wenn man ihn trifft auf Nahdistanz. Oder sie schießt natürlich dann irgendwelche Sprengladungen ab, die treffen das Ziel und explodieren dann 1, 2 Sekunden danach. Geiles Ding, hat aber nur begrenzt 6 Schuss. So, dann gehen wir mal weiter zur Bibliothek. Die ist jetzt nicht sonderlich aufregend in dem Sinne. Da gibt es halt, wie gesagt, nur so ein Buch, Manual, wo man halt zu einer Website weitergeleitet wird, wo man ein bisschen was nachlesen kann. Ja, ist eher für die meisten uninteressant. Was eher ein bisschen cooler ist, wenn es interessiert, dann gibt es halt hier so daneben das Büchlein, Louisiana Event. Gibt so ein kleines Papierchen, was man sich durchlesen kann. Das Blöde ist, oder mehrere. Ist halt alles auf Englisch. Das haben sie noch nicht deutsch übersetzt. Allerdings sind das immer so kleine Geschichten aus dem Universum hier von Hand, aus dem Gebiet, oder so ein paar Fälle oder so ein paar Ereignisse, sag mal, beschrieben werden. Ist eigentlich ganz interessant, sich das mal durchzulesen, um da ein bisschen mehr über die Spielwelt zu erfahren. Wie kam das zustande, so ein bisschen, oder mit den einzelnen Monstern sozusagen, die werden ja hier auch erklärt. Dann so ein Book of Lore, das sind einfach nur Spielregeln. So ein AGBs, auf gut Deutsch gesagt. Ja, eigentlich auch völlig Wumpe. Was schon wieder cool ist, ist das Monstorium. Oder Monstorum, oder wie? Ja, Jo. Monstrorum. Ja, auf jeden Fall. Wenn man da draufklickt, sieht man halt die verschiedenen Gegner und muss die halt, wie dort angezeigt, in der Anzahl töten. Und dann wird halt ein Artikel zu den Monstern freigeschalten. Leider auch wieder alles nur auf Englisch, aber dort steht dann halt ein bisschen was dazu drinne. Wie verhalten sie sich? Wie wurden sie entdeckt? Wie kam das eventuell zustande? In die Richtung geht das, was dort erklärt ist. Und ist eigentlich echt cool gemacht, muss ich sagen. Das finde ich wieder fetzig, weil dann steigt man so ein bisschen in die Spielwelt ein. Ja, weil man fragt sich ja anfangs, wie es gibt hier eine Hintergrundstory. Ich sag mal, das ist dann so mehr oder minder die Hintergrundstory dazu. Ja, ich hoffe mal, die übersetzen es mal noch auf Deutsch, damit man das vielleicht noch ein bisschen besser versteht. Ja. Und jedes Mal, wenn man dann halt eine gewisse Anzahl getötet hat, es wird halt links angezeigt, schaltet man sozusagen das nächste Storypapier frei, wo dann die Geschichte sozusagen weitergeführt wird über das entsprechende Wesen. Ja. Also ist eigentlich, das ist ganz cool gemacht, muss ich sagen. Das haben sie auch erst später reingepatcht. Wird, denke ich mal, irgendwann auch noch übersetzt werden, weil das Spiel ist ja momentan noch in der Alpha. Jo. Soll wohl im November auch auf der PlayStation kommen. Dann geht Stimmt. es in die Beta. Auf der Xbox gibt es schon seit 2 Wochen ungefähr oder 3 Wochen. Ja, kommt auch richtig gut an auf der Xbox, finde ich super. Das Spiel finde ich halt wirklich noch sehr unbekannt für viele Leute, obwohl es mit ein absolut hammergeiles Game ist. Also die ganze Location ist einfach richtig geil gemacht. Das spielt alles so 1800 Zeit. Wahnsinn. Die Waffen finde ich mega genial. Ja, Ja. und dann gibt es halt noch das letzte Büchchen, das sind aber nur Credits. Also die jucken keinen Sack, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das brauchen wir nicht öffnen. Ja. Genau. Ja, Leute. Das war's dann erstmal. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen was erklären, was ihr vielleicht noch nicht wusstet oder was euch weiterhilft. Vielleicht auch mal so eine Entscheidung abzunehmen dafür, ob ihr jetzt kaufen sollt oder nicht. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Es Definitiv. gibt noch sehr viele Vorteile. 1, 2 Nachteile gibt es auch noch. Man kann es halt leider nur im Duo spielen oder alleine.
oder mit einem Random Mate. Es gibt auch zwei verschiedene Spielmoden. Ich zeige es mal ganz kurz. Einmal den Bounty Hunt. Den spielt man solo. Dann spielt man wirklich alleine gegen 5-4-4. Gegen 4 Zweier-Teams. Man kann auch zufällig gehen. Das heißt, man kriegt einen Random. Oder man lädt halt einen Mate ein. So, dann gibt es noch Aufträge, ist auch immer random, das heißt, ich kann einen Zufallsauftrag machen, das kann ein Boss sein, es können zwei verschiedene Bosse sein, es kann bei Tag sein, es kann bei Nacht, es kann neblig sein oder Nacht und neblig, ja, oder die geben schon eins vor, man kann hier den Assassin und den Schlechter, also den Butcher killen, es ist neblig und bewölkt, nicht dunkel und nicht hell, ja, oder man spielt, ein Quickplay. Quickplay ist sehr interessant. Das hat so ein bisschen was von Battle Royale. Könnt ihr bei mir in der Playlist gucken. Habe ich auch eins reingemacht. Erfolgreiches zum Beispiel. Und da spielt man gegen andere. Man muss auch diese Hotspots finden. Und man muss am Ende, wenn man dann Seelenstab gefunden hat, weil man genug Informationen oder Hotspots aufgesammelt hat, muss man den so lange wie möglich behalten. Behält man den so lange wie möglich, hat man die meisten Punkte, dann hat man auch gewonnen als Überlebender, wenn man es überlebt. Und man kann diesen Hunter dann in sein Duo-Game mit übernehmen. Ja, man muss es ausprobieren. Schwierig zu erklären. Probiert es einfach mal aus. Ist ein absolut geiles Game. So, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben, macht mal ein Abo oder schreibt mal was in die Kommentare. Bis dahin, ich bedanke mich. Macht's gut, Leute. Ciao.